Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich frage den Senat. Welche Maßnahmen ergreift der Senat vor dem Hintergrund der aktuellen Serie von Angriffen mit rechtem Hintergrund, um die Engagierten zu unterstützen? Und zweitens, in welcher Form und in welchem Umfang findet eine spezielle Sensibilisierung und Schulung von Polizeibeamten in den betroffenen Kiezen im Umgang mit den Opfern rechter Gewalt und im Erkennen von rechtsextremen Tathintergründen statt? So, es antwortet der Innensenator. Bitte schön, Herr Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Kitschum. Im August 2012 wurden in den Bezirken Treptow-Köpenick und Neukölln mehrere Straftaten mit politisch motiviertem Hintergrund verübt. Am 1. August sowie am 22. August kam es jeweils in den frühen Morgenstunden zu Angriffen auf die in Treptow-Köpenick befindlichen Wohnhäuser von Bezirkspolitikern aus Treptow-Köpenick, Nico S. und Dr. Hans E., die sich beide in der BVV Treptow-Köpenick in den Themenbereichen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagieren. An beiden Häusern wurden die Briefkästen unter Zuhilfenahme von Pyrotechnik zerstört, jeweils eine Fensterscheibe mittels eines Steins eingeworfen. Der polizeiliche Staatsschutz führt diesbezüglich Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass die Taten durch rechtsmotivierte Täter begangen wurden. Am 20. August sowie in der Nacht vom 21. zum 22. wurde das Bürgerbüro der Juso Treptow-Köpenick erheblich beschädigt. Am 23. August 20 Uhr wurde ein Mitglied der Falken Sozialistische Jugend Deutschlands beim Überkleben eines NPD-Aufklebers von hinten von einer männlichen unbekannten Person geschubst und anschließend mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte brachte den Sachverhalt zur Anzeige, als er zu einem späteren Zeitpunkt von zwei schwarz gekleideten Personen vor seiner Haustür mit den Worten "Hast du noch nicht genug oder willst du noch mehr?" angesprochen wurde. Bereits am 12. August gegen 22 Uhr war zur Anzeige gebracht worden, dass in Johannisthal eine bisher unbekannte männliche Person beim Abkratzen eines NPD-Plakats von einem vermummten Täter auf den Gehweg gezerrt und mit einem brennenden Gas ins Gesicht gesprüht worden sei. Am 22. August stellten Polizeibeamte in Neukölln mehrere Plakate und Schmierereien fest, die den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen. Es wurden 15 Strafanzeigen gefertigt. Die Plakate beziehen sich eindeutig auf Themen der rechtsextremen Szene. Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte, also 5 in Buko, 10 in Rudow, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Straftaten der in Rede stehenden Plakataktion in Verbindung mit den Sachverhalten in Treptow-Köpenick stehen. Der Senat nimmt all diese Straftaten, insbesondere die konkret gegen Personen gerichteten Taten, sehr ernst. Es kann nicht sein, dass Menschen wegen ihrer Überzeugung und ihres politischen und gesellschaftlichen Engagements solchen Angriffen ausgesetzt sind. Den Opfern, das will ich an dieser Stelle auch sagen, gebührt unsere Solidarität und Unterstützung. Über die Aufklärung der Taten hinaus gilt es, die Betroffenen solcher Straftaten erstens zu beraten und zweitens zu schützen. Das LKA führt daher in Fällen wie diesen persönliche Sicherheits- und Sensibilisierungsgespräche durch. Dabei wird unter anderem die individuelle Gefährdungssituation erläutert und es werden Verhaltensempfehlungen gegeben. Darüber hinaus werden den Betroffenen direkte Ansprechpartner benannt. Über diese wichtigen, auf den Einzelfall bezogenen Maßnahmen hinaus ergreift der Senat bereits zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der politischen rechtsmotivierten Kriminalität. Die Schwerpunkte liegen sowohl im Bereich der Bildung und Prävention als auch im Bereich der Repression. Wir haben es in Berlin mit einem rechtsextremistischen Personenpotenzial von ca. 1.400 Personen zu tun. Davon gelten etwa 650 Personen als gewaltbereit. Im Jahr 2000 waren es mehr als doppelt so viele. Die Sicherheitsbehörden rechneten 2.900 Personen im rechtsextremen Spektrum zu. Damit liegt der Rückgang in Berlin im bundesweiten Trend. Bei den Straftatenzahlen im Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts waren im Jahr 2011 nur geringfügige Veränderungen festzustellen. Die Anzahl der Straftaten stieg im Vergleich zu 2010 um etwa 2% auf 1.157 Straftaten an. Bei der genauen Betrachtung dieser Straftaten war eine drastische Steigerung bei den politisch motivierten Gewaltdelikten rechts, nämlich von 27 im Jahr 2010 auf 61 im Jahr 2011 festzustellen. Darunter wurde in 47 Fällen wegen Körperverletzung und in 7 Fällen wegen Brandstiftung ermittelt. Ein Halbjahresvergleich 2011 und 2012 weist derzeit
Fallzahlen im Bereich der PMK rechts aus, die geringer sind. Der Senat hat mehrfach deutlich gemacht, dass politisch motivierte Straftaten und damit auch die hier in Rede stehenden Angriffe verabscheuungswürdig und durch nichts zu rechtfertigen sind. Dazu hat sich die Koalition im Rahmen der Extremismusbekämpfung auch klar positioniert. In den vergangenen Monaten stand die Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten im Fokus von Öffentlichkeit und Politik. Die rot-schwarze Koalition wie auch der Senat haben frühzeitig reagiert und gehandelt. Mit dem neuen Doppelhaushalt haben wir beim Verfassungsschutz 5 neue, das heißt zusätzliche Stellen im Bereich des Rechtsextremismus geschaffen. Die entsprechenden Besetzungsverfahren laufen derzeit. Im LKA Berlin sind bereits vor Jahren die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen worden, dass sich spezialisierte Dienststellen mit der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität rechts befassen. Die Polizei hat die Struktur des polizeilichen Staatsschutzes im LKA aktuell erneut überprüft und wird den neuen Herausforderungen entsprechend zum 1. September 2012 ein spezielles Dezernat mit integrierter Auswerteeinheit zur Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität rechts einrichten. Ich hatte darüber im Innenausschuss informiert. Gerade in der aktuellen Zeit kommt aber auch dem Feld der Prävention für die Sicherheitsbehörden besondere Bedeutung zu. Im Rahmen des Projekts Wissen und Bildung als Schutzfaktor gegen Rechtsextremismus bietet die Berliner Polizei Schulen eine Informationsveranstaltung zum Thema rechtsextremistische Gefahren für Schüler der Klassenstufe 9 an. In 2 Unterrichtsstunden werden mit den Schülern Begriffe und Merkmale des Rechtsextremismus, aktueller Erscheinungsformen narzisstischen Gedankenguts und der Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung erarbeitet, vorgestellt und erläutert. Durch die Präventionsbeauftragten der Polizeiabschnitte erhalten die Schüler in dieser Veranstaltung Handlungsempfehlungen, wie sie sich beim Versuch rechtsextremistischer Nachwuchsgewinnung verhalten können und wie ihr demokratisches Bewusstsein gestärkt werden kann. Die Polizei beteiligt sich unter anderem am Runden Tisch Spandau und unter anderem am Bündnistreffen Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus Treptow-Köpenick. Doch die Bekämpfung des Rechtsextremismus, und das wissen Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, ist nicht allein Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Das Land Berlin ist mit den 2 aus der Umsetzung des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus resultierenden Foren, dem Berliner Beratungsnetzwerk und dem Berliner Ratschlag für Demokratie, gut aufgestellt. Wenn wir auf diesem Niveau weiter zusammenarbeiten, ohne Scheuklappen und Ressentiments, dann werden wir die rechte Szene in der Stadt, da bin ich sicher, in Zukunft weiter schwächen. Zu Ihrer zweiten Frage, Frau Kollegin. Die Thematik Rechtsextremismus ist fest in der polizeilichen Ausbildung für den mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst sowie in der Fortbildung verankert. Entsprechende Lehrmaterialien, zum Beispiel Schriften zur Fortbildung, liegen vor. Es existiert ein Merkblatt Rechtsextremismus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schutz- und Kriminalpolizei zum sensiblen Umgang mit Opfern und Betroffenen rechter Gewalt. Die Polizeiangehörigen werden über Hintergründe und Folgen rechtsextremistischer Straftaten informiert, um im Rahmen eines ersten Angriffs die Notwendigkeit des sensiblen Umgangs mit den Betroffenen zu erkennen und im Interesse einer wirksamen Strafverfolgung entsprechend agieren zu können. Weiterhin werden die Polizeibeamtinnen und Beamten in der Ausbildung grundsätzlich im Umgang mit Opfern von Straftaten verschiedenster Art geschult. Das Thema Opferschutz, einschließlich opferrechter Gewalt, wird für alle Polizeieinsatzkräfte im Rahmen der Fortbildung durch verschiedene Seminare vertieft. Ein Handzettel für Zeugen Opfer rechtsextremistischer Straftaten soll geschädigte Zeugen oder Hinweisgeber aufklären. Auf dem Handzettel für Betroffene sind neben Kontaktadressen der Polizei und des Verfassungsschutzes auch Opferhilfestellen vermerkt, die individuelle Möglichkeiten zur Bewältigung der Situation aufzeigen können. Die Informationsmaterialien, Merkblätter und Handzettel stehen allen Polizeibeamtinnen und Beamten jederzeit im Intranet der Polizei zur Verfügung. Das gehört zum Selbstverständnis der Berliner Polizei, dass rechtsextreme Tendenzen nirgends toleriert werden. Vielen Dank, Herr Senator. Gibt es eine Nachfrage der Fragestellerin? Nein? Dann hat Frau Selig das Wort. Kann es sein, Frau Selig, dass Sie sich nicht gemeldet hatten? Nee, Entschuldigung, ist nicht da. Dann ist Herr Lux dran. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Innensenator. Können Sie denn...
aktuellen Anlass, dass vorgestern eine Attacke auf das jüdische Leben, auf einen Rabbiner stattgefunden hat, uns auch erklären, was die Berliner Polizei in welchem Umfang dagegen tut, dass hier Menschen, die ihre Religion im öffentlichen Leben ausüben und über die wir als Berliner sehr froh sein können, dass sie es hier tun. Können Sie uns sagen, in welchem Umfang die Berliner Polizei da ähnlich geschult wird und wie sie dagegen vorgeht? Bitte schön, Herr Senator. Herr Kollege Lux, ich habe gerade deutlich gemacht, wie die Polizei mit dem Thema Extremismen umgeht, mit den Gefahren für unsere Demokratie umgeht und wie sie vor allem darauf achtet, dass Toleranz, das gilt auch für religiöse Toleranz in unserer Stadt, um und durchgesetzt werden kann. Auf den konkreten Fall bezogen habe ich gestern mit dem regierenden Bürgermeister deutlich Stellung bezogen, wie abscheulich dieser Übergriff auf den Rabbiner war. Und ich habe deutlich gemacht, dass wir so etwas in unserer Stadt nicht dulden werden und nicht dulden dürfen. Die Polizei ermittelt im Augenblick und es wird darum gehen, dass wir erstens der Täter schnell habhaft werden und sie zweitens einer gerechten Strafe zufügen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur laufenden Nummer zwei. Eine Frage des Kollegen Heiko Melzer von der CDU-Fraktion. Campus Party, erfolgreiche Veranstaltung einer Wachstumsbranche am Standort Berlin. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, in welcher Form hat die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Forschung und Technologie den Veranstalter bei der Vorbereitung und Durchführung der erfolgreichen Campusparty in Berlin unterstützen können? Und wie bewertet der Senat den Erfolg der Campusparty 2012 für den IT-Standort Berlin? Welche Erkenntnisse für die Zukunft konnten daraus gewonnen werden? Vielen Dank. Es antwortet Frau Senatorin von Obernitz. Bitte schön. Herr Abgeordneter, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Campusparty war ein großer Erfolg für Berlin. Wie haben wir sie unterstützt? Seit Bekanntwerden des Termins im Mai haben wir alle Akteure um einen Tisch gesetzt, um möglichst Unterstützung zu leisten, gemeinsam mit Visit Berlin, gemeinsam mit Berlin Partner. Und natürlich auch mit unserem Haus Hotelbuchungen, Anreise der Teilnehmer, Marketing und eine inhaltliche Begleitung des Programms zu organisieren und selbstverständlich auch Sponsoren und Werbepartner zu gewinnen, die wir für diese Campusparty brauchten. Wir haben natürlich auch bei Kontakten zum Bundeswirtschaftsministerium unterstützt und so konnte ich am Ende gemeinsam mit meinem Kollegen Bundesminister Rösler die Campusparty dann auch eröffnen. Und ich denke, es ist wichtig für Berlin, dass es gelungen ist, dass wir mit der Campusparty auch bei der Bundesregierung dafür Aufmerksamkeit erreichen konnten, welches Potenzial in dem Thema IT-Wirtschaft für Deutschland, aber vor allen Dingen auch in dem Potenzial digitale Wirtschaft für den Wirtschaftsstandort Berlin selbst liegt. Wir haben deswegen, und jetzt Antwort auf die zweite Frage, auch in diesem Zusammenhang eine IT-Kampagne gestartet und sie im Zusammenhang mit der Campusparty präsentiert, um sozusagen die Aufmerksamkeit hier zu erhöhen. Und wir haben, das war in der Morgenpost sehr gut dargestellt, am Samstag auf der ersten Seite ja auch eine klare Aussage von Nelly Kroes aus Brüssel dazu bekommen, dass Berlin als IT-Standort im europäischen Wettbewerb die Nummer eins ist. Ich denke, ein besseres Signal an der Stelle unterlegt oder aus Anlass der Campusparty konnten wir uns für diesen Standort in dem Fall nicht vorstellen. Ich selbst habe heute im Übrigen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung von Berlin Partner und der Technologiestiftung einen Internetunternehmer, einen Vertreter der digitalen Wirtschaft in den Aufsichtsrat von Berlin Partner.